Es war gleich die erste OP an diesem Dienstag, die auf dem Plan stand. Routiniert bereitete das Team um Chefarzt McConnen alles vor, um planmäßig mit dem Eingriff zu beginnen. Der Patient war kein Unbekannter. Er lag schon einmal auf dem OP-Tisch, denn er hat bereits seit längerem Probleme, durch die Nase zu atmen. Und insbesondere auch Schmerzsymptomatik, weil in den Nasennebenhöhlen, besonders hier in der Stirnhöhle, immer wieder sich Sekret ansammelt und das dann nicht abfließt. Und das macht schon Schwierigkeiten und Probleme. Und das soll heute hier für ihn behandelt, behoben werden. Also ich habe immer Kopfschmerzen gehabt und ab 2005 und habe auch schlecht Luft gekriegt. Wahrscheinlich durch Allergien verursachte Polypen in der Nase, das war alles recht zu. Und in 2005 und 2006 bin ich dann schon mal operiert worden hier in Zeitz. Und habe das überhaupt nicht bereut, weil seitdem lief das sehr, sehr gut. Jetzt habe ich aber seit 2-3 Jahren wieder leichte Kopfschmerzen in dem Bereich. Und das liegt daran, dass praktisch die Nasennebenhöhle durch ein Polyp wieder verschlossen wird. Das trägt am Eingang so ein Polyp drin. Ja. An sich ist die Operation ein Routineeingriff. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass der Patient schon einmal in der Nasenhöhle operiert worden ist. Und durch die Vernarbung, durch die veränderte Anatomie muss man immer bei einer Nachoperation immer vorsichtig sein. Man braucht mehr Zeit und auch mehr Konzentration. Es geht los, wir werden das alles sehen endoskopisch. Wir machen diese Operation heute auch unter Navigation. Weil das auch eine Nachoperation ist, haben wir hier ein Hilfsmittel, wie Sie das vielleicht vom Autos kennen. Es gibt so ein Computersystem, was Ihnen sagt, wo Sie sich befinden, wo wichtige Organe sind. Die Operation in diesem Bereich ist immer brisant. Die Anatomie ist so dicht beieinander, dass schnell mal Komplikationen entstehen können. Man kann die Schädelbasis verletzen, das heißt die Hirnschale. Man kann die Augenhülle, was man auch hier sieht, hier ist das Auge, auch hier verletzen. Sie sehen, da ist kaum Gewebe da, weil das schon voroperiert worden ist. Und man kann auch große Gefäße hier verletzen, die sich hier befinden, sodass eine massive Blutung entsteht. Damit solche Komplikationen nicht entstehen, wurde Anfang des Jahres so ein modernes Computersystem im Zeitzer Klinikum angeschafft. Seit 1986 gibt es bereits diese Operationsmethode und in den letzten 30 Jahren wurde sie immer weiter verbessert. Die schnelle Entwicklung in der Computer- und Kameratechnik waren dabei eine sehr große Hilfe. Bevor der eigentliche Eingriff vollzogen werden konnte, musste die Nasenscheidewand gerichtet werden. Somit waren die Nasennebenhöhlen jetzt gut erreichbar. Die Operation an den Nasennebenhöhlen hat sich in den letzten Jahren wirklich grundsätzlich verändert. Jetzt geht es darum, strukturerhaltend und schleimhauterhaltend die Öffnungen sozusagen, dort wo das Problem entstanden ist und diese Auswirkung gemacht hat, zu beheben. Und das, wie gesagt, unter Behalt, unter Aufbewahrung der anatomischen Verhältnisse und insbesondere die Schleimhaut, die sehr viel Funktion hat. Bereits um 1900 wurde eine Nasennebenhöhlenoperation durchgeführt. Aber natürlich nicht mit den Voraussetzungen wie heute. Ohne die moderne Technik würde der Operateur auch heute noch im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln stochern. Mikroskope mit hochauflösenden Optiken und eingebauten Kameras erlauben dem Chirurgen eine besondere Sicht auf die inneren Organe und anatomischen Gegebenheiten. So, wie ich vorhin erzählt habe, machen wir diese Operation heute unter Navigation. Passt wirklich in diesem Fall auch sehr gut, dass wir navigieren, weil durch die Voroperationen, die er hatte, ist wie gesagt die Anatomie so verändert, dass man immer Schwierigkeiten hat, die wichtigen anatomischen Grenzen, Landmarken zu finden. Das Computersystem gibt dem Chirurgen die Sicherheit, dass er nicht zu viel Knochen bzw. Knorpelgewebe entfernt. Auf drei Achsen, Front, Seiten und Draufsicht, kann der Operateur an der grünen Markierung erkennen, wo die Krankheit und die Grenzen sind. Früher musste man, um sowas zu machen,
gleich von außen aufmachen. Und da wird alles, was pneumatisiert, also die Zellen, die Kieferhöhle, die Stirnhöhle, werden ausgeräumt. Und man könnte am Ausgang nicht allzu viel machen, am natürlichen Ausgang, weil man, wie gesagt, durch diese Enge, durch das Nasenloch und enge Verhältnisse nicht rankam, sondern müsste man immer viel aufmachen. Und dadurch ist die Behandlung nicht so optimal. Da haben sie an sich nur die Wirkung bekämpft und nicht die Ursache beseitigt. Hier geht es darum, wirklich hier dort, wo die Nasennebenhöhlen in die Nase einmünden, die Engstellen dort zu beseitigen, die Krankheit dort zu bekämpfen. Und man weiß, die Nase ist wirklich, kann sich sehr viel erholen. Die Schleimhaut hat so viel Kraft, auch sich zu regenerieren. Man muss nur sicherstellen, dass die Drainage und Belüftung wiederhergestellt ist. Und das von der Nase aus, weil das der natürliche Weg ist. Jetzt haben Sie sich also schon mal operieren lassen, jetzt ein weiteres Mal gute Erfahrung gemacht. Deshalb ist wahrscheinlich die Entscheidung sehr leicht gefallen. Jetzt hat man ja hier in Zeitz ein neues Gerät. War das jetzt auch so ein ausschlaggebender Punkt, dass die Operation jetzt anders verlaufen würde? Habe ich vorhin das erste Mal davon gehört. Ja. Also ich vertraue ganz auf den Chefarzt hier. Und also der hat immer gut behandelt. Mhm. Der steht für Fragen bereit. Also da gibt es überhaupt nichts. Also ich bin da, denke ich, gut aufgehoben. Ja. Mikromillimeter arbeitete sich Chefarzt Mekkonen vorsichtig vor, um ja kein gesundes Gewebe zu verletzen oder zu viel zu entfernen. So, jetzt wir operieren hier mit dem Mikroskop und Optiken. Das ist das, was ich gesagt habe. Jetzt habe ich zum Beispiel ein 45 Grad Optik, die ist vorne so abgewinkelt, dass ich fast sozusagen um die Ecke schauen kann. Und das ist natürlich eine technische Entwicklung, was schon sehr wichtig ist, um diese OP auch so in einem kleinen Raum durch eine kleine Öffnung oder Loch ganz gut operieren zu können. So, und jetzt sehen Sie, ich gucke nicht geradeaus, sondern ein bisschen um die Ecke. Eigentlich soweit in Ordnung alles. Da brauchen wir nicht viel machen. Und die Stirnhöhle müssen wir aufkriegen. Das ist die Scheidewand, was ich korrigiert habe. So, und jetzt brauche ich zum Beispiel an dieser Stelle diese Navigation. Muss mal die gebogene bitte. Da sehe ich, hier ist die Augenschale. Da habe ich keinen millimetrischen Platz, um nach die Nasenseite, was auch für die Entzündungsbekämpfung wichtig ist, zu wechseln machen. Da muss ich von der Muschel und eben auch wirklich gucken, wo die Stirnhülle ist. Na, das sieht man schon. Diese grüne Linie ist nicht rot, ist noch grün. Also ich darf noch sozusagen dort arbeiten. Aber man sieht schon, wie bei dem Patienten die Stirnhülle gemacht ist. Die ist ja, geht ja fast um die Ecke. Und hier ist das Löchlein. Das ist einfach zu eng bei ihm, deshalb das Problem. Sehr tückisch, der Kümmer bitte abgewinkelt. Da freue ich mich richtig, dass das geklappt hat, ja. So kleine Erfolgsmomente für den Chirurg. Ist immer das Zittern groß für mich. Nachdem die linke Seite geschafft war, wurde auf dem Monitor noch einmal die Lage überprüft und die weitere Vorgehensweise durchgegangen. Das ist das. Hier, guck mal. Ja? Da geht es die Grundlamelle schon. Und das ist an sich die Grenze. Ich darf nicht medial davon operieren, dann ist die Lamina cribrosa offen. Da läuft wirklich Liquo. Ja, genau. Ne? Und diese, wie so grundverkehrt. Ja, das ist schwierig. Ja. Und normal steht das so gerade. Man hat 2 mm, 3 mm Platz. Ja. Auf der anderen Seite ist besser. Den halt nicht mit Kopfschmerzen überpasst. Das reicht aus. Das ist, wie gesagt, die Stelle, wo es wirklich drauf ankommt. Ne? Mhm. Ich kann hier die Stirnhöhle von außen operieren oder sowas. Mhm. Mache alles weg, wie früher. Ja. Mache wieder zu, das geht trotzdem nicht ab. Ja. Und das Zugang, den erweitern Sie? Den muss man immer erweitern, so wie ich das gemacht habe. Aber man muss auch hier
überlegen, wir hatten auch so Methoden gehabt mit Bohren und wenn man alles noch verletzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Natur noch mit massiver Vernarbung und also man muss das moderat halten und ich sage immer wirklich nicht so rundherum, sondern nur eine Stelle, damit das nicht zusammenzieht. Also wenn Sie wirklich nur eine Seite erweitern und hier das intakt lassen, haben Sie die Chance, dass es auch so bleibt. Aber das sind so die Patienten, die immer wieder... Überhaupt, wie gesagt, die Anatomie ist sehr brisant, sehr eng. Aber da sind, und durch diese Navigation habe ich jetzt sofort gesehen, okay, hier bin ich, hier ist Schluss, hier ist meine Grenze. Die Nase ist ein faszinierendes Organ und die Nasenschleimhaut ist sehr regenerationsfähig. Die Nasenhaare fangen grobe und das Nasensekret feine Fremdpartikel ab. Das Nasensekret wird dauernd durch die Bewegung der Flimmerhärchen, die sogenannten Zilien, in Richtung Rachen transportiert. Überschüssiges Sekret, Fremdpartikel und Allergene wie Pollen können durch Niesen nach außen befördert werden. Durch die mittlerweile sehr ausgefeilte Technik ist heutzutage bei der Behandlung sehr viel möglich. Aber die Behandlung ist nicht nur die Operation hinterher. Muss der Patient zum Beispiel auch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt richtig nachgepflegt und mit Medikamenten nachbehandelt werden, weil, wie ich eingangs gesagt habe, manches kommt so, weil der Patient eben anfällig ist. Und diese Anfälligkeit kann man mit einer Operation nicht beseitigen. Das geht nur mit Medikamenten, die er dann noch zusätzlich bekommen muss. Nach rund einer Stunde war es dann geschafft. Chefarzt McConnen konnte eine positive Bilanz ziehen. Die OP ist wirklich so verlaufen, wie wir uns das so gewünscht und geplant haben. Es gab keine Komplikationen, es hat auch nicht geblutet. Wie gesagt, hat alles rundherum sehr gut harmonisiert und geklappt. Die Narkose, die OP-Schwester und überhaupt das Team. Sie sehen ja, da sind viele, die hier beteiligt sind, damit wir wirklich jeden Fall so ernst, so genau und eben wirklich so maximal behandeln und helfen können. Das ist in dem Fall auch wirklich gelungen. Erfahrung, Konzentration des Chirurgen und ein verlässliches Team sind generell bei chirurgischen Eingriffen wichtige Voraussetzungen, um dem Wohle des Patienten zu dienen. Die moderne Technik in Form dieser Navigation gibt dem Operateur eine zusätzliche Sicherheit, die man nicht missen möchte. Der Patient bekommt die nächsten Tage eine Schmerz- und Wundbehandlung. Sobald er wieder fit ist, wird er ambulant versorgt und kommt in die Kontrolle. In circa 3 Wochen wird dann die Operation gemeinsam mit Chefarzt McConnen ausgewertet.